Okay, dann wünsche ich einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar FX Flat Live Trading mit Thorsten Helbig von Forex Pro Systeme. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ja, und ich heiße Sie im Namen von FX Flat herzlich willkommen. Lange ist es her, dass wir dieses Webinar hier mit Thorsten gemacht haben. Deswegen umso erfreulicher, dass wir jetzt wieder starten können. Bevor wir das aber tun, wie immer, einmal den Risikohinweis. Bitte lesen und zur Kenntnis nehmen. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen und diese Veranstaltung bitte nicht als Empfehlung verstehen. Wie immer ganz wichtig, werde ich auch immer wieder wiederholen. Ja? Gut, und tatsächlich, bevor ich jetzt Finale an den Thorsten übergebe, möchte ich Ihnen einmal gerne nochmal auf die WOT hinweisen. Und wir haben ja am Donnerstag bereits am Pre-Conference ein Live-Trading-Event mit Thorsten und Dirk, der heute auch anwesend ist. Auch hier nochmal offiziell guten Morgen, Dirk. Und wenn Sie sich dafür interessieren, können Sie sich das Ganze hier auf der Webseite von uns mal alles in Ruhe durchlesen und wenn Sie Interesse haben und Zeit vor allen Dingen, dann gerne auch teilnehmen. Hier finden Sie auch das Programm. Wir haben morgens Live-Trading mit Thorsten und Dirk zum Beispiel und noch ganz vielen anderen. Ich werde den Link gleich in den Chat kopieren und dann können Sie sich das in Ruhe dann nach dem Webinar mal anschauen. Würde mich freuen. So, Thorsten, dann bist du jetzt dran. Wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Bin ich jetzt im Fernsehen? Fast. Echt? Puha! Was eine Zeit. Aber auch wieder schön oder schön wieder da zu sein. Der Titel unserer Mail an letzten Wochenende hieß, ich bin wieder hier in meinem Revier. Auch wenn die letzten 4 Wochen oder 3,5 Wochen sehr, 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 sehr schön waren und sehr, 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 sehr anstrengend waren, war sie doch für mich sehr erfahrungsreich. Ich habe beschlossen, heute früh, wenn nicht irgendwo ein Veto von Nelson kommt, ganz kurz mal auf die Sachen einzugehen, die mir diese letzten 4 Wochen gebracht haben. Es ist ja nicht nur, dass wir ein paar Setups gehandelt haben, sondern es ging mir vor allem im Nachhinein darum, man hat ja einen Flieger und so hat man ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Und wirklich mal zu gucken, was hat es mir im Kopf gebracht. Wir wissen ja, dass uns die größten Schwierigkeiten macht uns ja immer noch die Birne, wie heißt es so schön, verloren wird zwischen den Ohren. Und darauf werde ich dann ein bisschen eingehen. Ich habe wegen euch heute Morgen einen Termin verpasst mit einem Fund in Duscho, den muss ich jetzt hier parallel nachholen. Wenn das, also nicht erschrecken, das ist, wenn ich hier zwischendurch einen Schluck Kaffee trinke, das sind keine anderen Getränke. Ich habe neulich so eine schöne Geschichte gelesen, die heißt, wisst ihr, was der Vorteil von Eistee ist? Ich mag ja das Zeug nicht besonders, aber der Vorteil von Eistee ist, den darf man im Büro trinken. Wisst ihr, was der zweite Vorteil ist? Whisky sieht aus wie Eistee. Aber nichtsdestotrotz, wir beschäftigen uns mit Kaffee heute Morgen. Wir werden den ersten Blick mal auf die Märkte werfen. Was ist hier überhaupt passiert? Typisch die alte Geschichte. Trump hat mal wieder die Märkte durcheinander gewirbelt. Aber wir dürfen nicht vergessen, die letzten 12 Jahre, so lange wie ich mich mit dem Business hier oder mit diesem Geschäft hier beschäftige, alles, was wir bis jetzt an politischen Börsen hatte kurze Beine.
Auch wenn es Trump leider nicht so schlecht gegangen ist, wie es von vielen erwartet wurde und wie er es eigentlich auch verdient hätte, hat es ja trotzdem gepackt, die ganze Geschichte so weit durcheinander zu wirbeln, dass das gestern bzw. vorgestern für ein paar Leute teuer war. Wir haben unsere Setups gestern trotzdem gehandelt, die können wir uns. Hört man mich? Hallo? Ja, dich hört man. Und ich habe hier auch. Meine auch? Jetzt bist du auch zu hören. Anscheinend waren wir beide kurz weg. Kann da eigentlich dann also offensichtlich an der Software liegen, weil anscheinend war ich auch nicht zu hören. Aber gut, jetzt können wir weitermachen. Ja, das war Dirk. Ja. Ich sag da nichts so. Das ist wie in der Schule, weißt du, wenn er schon mal da ist, stört er. Okay, bis wohin war ich denn gekommen? Ich muss eine Stunde rumkriegen. Ich würde vorschlagen, ich wiederhole einfach alles ab dem guten Morgen. Genau, Kaffee, Whisky und dann weiter. Genau. Okay. Für uns kam nach solchen Sachen, so wie gestern, politische Börsen kamen und kam für uns nur unser Zielbereichshandel in Frage. Wer uns ein bisschen kennt, wer hier neu ist, musste mal auf unsere Homepage gucken. Dann weiß er, wie wir arbeiten. Wenn jemand uns schon kennt, dann weiß er, es gibt für uns nur drei Handelsarten oder drei Setups. Das eine sind die Zielbereiche. Das ist für die, die optisch arbeiten. Das zweite ist Euro Pro. Das gucken wir uns hier nachher gleich mal an. Und das dritte Setup ist ganz normale Analyse, wo wir gestern Abend drauf eingegangen sind und die man bei uns über die Analyse sich runterziehen kann und gucken kann, wie wir analysieren. Und diese Analysen, diese mittelfristigen Analysen, die wenden wir auf den DAX an. Also, gucken wir uns das an. Gestern war so ein Zielbereichstag haben wir gestern Morgen gemacht. Das ist eigentlich üblich, sofern man an der Börse von üblich reden kann. Üblich wäre nach so einem Schub vorgestern Nacht, hier, nachdem er dieses Doppeltop gemacht hat und hier langsam anfing abzubröckeln, hier ist Volumen gedreht worden, hier ist ein bisschen Volumen gedreht worden und üblich ist es für den Euro, wenn er anfängt hier abzubröckeln und das auch morgens dann nach 8 mit weniger Volumen, dass er die Nummer nach unten sauber durchzieht bis in diesen Bereich hier 45, 61 bis 45, um dann abzudrehen nach oben. Was hat er gestern gemacht? Er hat den ganzen Spieß umgedreht. Das war unsere zweite Wahl. Ich muss mal schnell gucken, ob ich die Seite jetzt finde. Upp. Komm her. Muss ich nur anmelden, sonst hätten wir das. Also irgendwie ist Citrix heute hier wackelig. Wenn ich mein Panel hier sehe, dann sehe ich, dass die Ding die ganze Zeit hin und her springt. Ich hoffe, das ist bei euch nicht auch so. Nee, das macht das bei mir nicht. So.
Da haben wir es. So, wir haben gestern Morgen noch gesagt, dass Stops gehören über das Hoch der Nacht. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass er vor die Runde über 1,50, 0,4, 1,50, 0,20 dreht. Mein Favorit ist der folgende Ablauf. Erstmal runter bis an die 1,14, 1,13, 92, dann nochmal hoch an die 1,15, 0,5 und dann kann er weiterfallen. Er hat das Spiel umgedreht. Das war die zweite Variante. Er ist erst hoch an die, hier an den Bereich 0,5. Selbst den hat er nicht ganz gepackt. Selbst da hat er 4 Punkte, 3, 4 Punkte darunter gedreht. Hat hier einen Doppeltop gemacht. Was erkennt man da dran? Frage ich mal die Jungs, die uns schon länger kennen, die vielleicht mal ein Seminar bei uns gebucht haben. Wer hat hier überwogen? Was kann man sich rausziehen aus so einer Konstellation hier? Stefan, das ist aus meiner Sicht nicht ganz richtig. Thorsten, Punktlandung. Ich versuche das immer, Lernen ist ja die Tochter der Wiederholung. Unsere Zielbereiche, die kommen ja nicht von ungefähr. Unsere Zielbereiche sind ja Marken, an denen mit Wahrscheinlichkeit was passiert. Ich beobachte das auch immer wieder, auch wenn ich da manchmal den Hut ziehen muss, wenn man sagen muss, Chapeau, wie kommst du da drauf? Die kenne ich nicht. Wenn ich Dirk so beobachte, welche Marken er manchmal handelt, die weit weg sind und die er mit 4 oder 5 Punkten Stop handelt. Genau das Gleiche, nur eine andere Art ranzugehen und sich eine Händlergruppe rauszusuchen, die an bestimmten Marken reagieren wird. Mehr sind ja unsere Zielbereiche auch nicht. Wir müssen einfach nur wissen, okay, an welchen Marken wird wo mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit reagiert. So, und diese Marke liegt nun mal da. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder gibt es eine Reaktion nach oben und es gibt eine Reaktion nach unten. In welche Richtung es geht, das wissen wir ja nicht. Sonst müsste ich ja nicht morgens meinen Wecker hier auf um 6 stellen und morgens statt von schöner Musik von Nelson begrüßt werden. Und noch mit der Angst im Nacken, dass Dirk im Hintergrund sitzt, sondern würde ich nämlich morgens einfach liegen bleiben. Und das ist eine Möglichkeit an einem Ort in der Sonne, wo mir Hula-Hula-Mädchen morgens irgendwo einen Gin Tonic bringen und ein leckeres Frühstück. So muss ich hier am Schreibtisch sitzen. Also, wir wissen es nicht. Wir können nur mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder schießt das Ding durch, hier, über diese Linie. Was haben dann, wenn er hier durchgeht, was haben dann dort für eine Order gelegen? Okay. Richtig. Richtig, Paolo. Wenn er oben durchgeht, wenn er nach oben durchballert, dann ist es, oder der muss ja nicht ganz durchgehen, sondern nur ganz kurz und wieder zurück. Dann hat er da oben logischerweise die Stops geholt. Und zwar die Stops von denen, die short sind und dort oben ihre Stops hinlegen. Ich sage immer, das sind die, die long müssen. So wie jetzt, wenn er dieses Doppeltop da oben an dieser Linie macht, an diesem Zielbereich, was haben wir denn dort für eine Order gelegen? Was haben denn für eine Order hier gelegen? Hier oben ist ein Zielbereich bei 1,15,04 und bei der 1,15 haben anscheinend Order gelegen. Der Uwe ist so alt wie ich. Ich glaube, wir sind sogar fast der gleiche Jahrgang. Und es ist ein Jahr her, dass er bei mir im Seminar gesessen hat. Und er weiß es noch. Wir sind nicht gleich alt, er ist sogar noch älter als ich und weiß es trotzdem noch. Richtig, hier haben Short Limits gelegen.
Short Limits, nein, nicht bei Stop Order, sondern dort haben Short Limits gelegen. Malt euch das auf. Ich weiß, hier sind weit über 100 Leute drinne, die, und da sind viele von FXZ dabei, die sowas nicht wissen, sowas nicht wissen können. Malt euch sowas auf, versucht es im Kopf auseinander zu pflücken. Warum passiert das? Warum werden manche Marken nach oben durchschlagen und warum wird bei manchen Marken darunter gebremst? Ich habe es für mich im Kopf so gemacht, dass ich immer sage, pass auf, wenn es oben durchgeht, sind das die, die long müssen und wenn es da drunter bremst, sind die, die short wollen. Weil, wenn ich short will, wird meine Order ja mit der, ich sage mal, mit der Verkaufslinie ausgelöst. So, das heißt, wenn ich short will und ich würde meine Marke oder meine Order genau auf die 1.15.04 legen, dann habe ich das Problem, dass hier der Kaufkurs festgelegt wird bei der 1.15.04, der Verkaufskurs aber darunter bleiben muss, weil wir den Spread dazwischen haben. Das heißt, je nach Broker wird der Kurs irgendwo 1, 2 oder GBE 3, bei manchen Brokern 4, also ein paar Punkte darunter wird der Verkaufspreis festgelegt. Ich will aber den Verkaufspreis haben. Der Verkaufspreis wird aber dann in dem Fall nicht auf die 15.04 kommen. Also muss ich, wenn ich short will, mit einer Limit arbeiten will, muss ich meine Order 2 oder 3 Punkte unter die benannte Marke legen. Komme ich gar nicht drum herum. Ansonsten sind es genau diese Dinger, die immer um 1, 2 Punkte verfehlt werden. Okay? Deswegen liegen oder lagen hier Short Limits. Das kann man beim ersten Mal noch nicht erkennen. Wir haben hier bei der Kerze das absolute High 1,1498,9 und hier das zweite 1,14, falsche Kerze erwischt, 1,1499,5. Das hoch und das hoch. Die sind beide 0,6, 0,7 Punkte ungefähr, sind die Hochs auseinander. Ich nenne sowas immer ein nachlaufendes Hoch. Nachlaufendes Hoch heißt, dass erkannt wird, wenn an dieser Linie hier haben die ersten geschortet. Die freuen sich schon mal, dass es jetzt bergab geht. Wir nehmen mal dieses Zeitfenster. Ja. Wir nehmen mal genau diese Uhrzeit und gucken uns das mal in 1 Minuten an. Wir haben nämlich hier schon mal die erste Bewegung, da eine kleine Korrektur, da die zweite Bewegung. Dann sind die schon mal happy, weil die Bewegung wird hier fortgesetzt. Das heißt, wir haben hier im untergeordneten Chart, wir sind jetzt hier im 5 Minuten, wenn wir im 1-Minuten-Chart sind, haben wir hier schon mal eine Abwärtstrendbewegung. Abwärtstrend heißt dann, okay, ich kann meinen Stop da oben drüber legen, genau über diese Hochs, zack. Vieles wird ja auch automatisiert. Dann werden automatisch die Stops auf diese Hochs oder knapp da oben drüber gelegt. So, und dann kommt der Junge hier. Einmal hoch, kegelt die Jungs gleich wieder raus. Nämlich die, die Stops nachgezogen haben. Und dann können wir anfangen zu fallen. Das heißt, wenn wir von Zielbereichshandel reden und wir den handeln wollen, kann man ja oft bei uns. Der Dirk hat Angst. Immer wenn er Angst hat, geht er. Berechtigt deine Angst, mein Lieber. Immer wenn wir solche Szenarien sehen, sollte man diese auch versuchen zu handeln. Sogar intensiv handeln, wenn es so ist wie hier, wenn wir einen Hoch haben an einer bestimmten Marke. Ich nehme für diese Marken nur meine Zielbereiche, alles andere ist mir völlig Banane. Roundmarks, so wie 1,15, 1,16, 1,17, 1,18 und so, das sind für mich überhaupt nicht mehr relevant. Da konnte man sich vor 10 Jahren noch danach richten. Da waren immer diese 100er-Marken, die waren immer gut. Da wurde immer erstmal gebremst als psychologische Marke. Heute ist das nicht mehr so. Die werden heute überrannt oder durchgelaufen. Das interessiert überhaupt keinen mehr. Also, wenn ich sowas sehe, hier ein Hoch, noch ein nachlaufendes Hoch hinterher und dann so ein Schwächesignal sehe, dann kann ich bei dem sogenannten Doppeltop mit dem nachlaufenden Hoch kann ich so eine Position benutzen, um die dann laufen zu lassen.
Wir hatten dann gestern Nachmittag Webinar, wir haben gesehen, hier der Zielbereich, hier hat er gestützt, da hat er gestützt, da hat er gestützt. Dann kam er hier runter, diese Nummer. Dann haben wir gesagt, den Rücklauf an diesen Zielbereich, den können wir wieder handeln, den können wir aufstocken. Wir hatten hier gestern schon geschortet. Dann haben wir gesagt, den Rücklauf hier, den können wir shorten. Stops für diesen Rücklauf müssen dahin, da drüber. Das heißt, wenn man sich so eine Position holt, die Brille aufsetzen, wir sind hier bei der 72 und Stops mussten in diesem Fall über die 91, wenn man sich so eine Nummer holt, wir haben gestern Nachmittag im Webinar auch im 5-Minuten-Chart gehandelt, dann packt man hier, wenn die Linie angelaufen wird, fängt man an, unter diese Kerzen eine Short-Stop-Order zu packen und lässt sie hier Stück für Stück einstoppen. Hier wird sie nicht gegriffen, da wird sie nicht gegriffen, da wird sie nicht gegriffen, erst mit dieser Kerze. Das heißt, erst mit dieser Kerze kommt bei 80 rein, der Stop muss da oben drüber und dann kann man so ein Ding laufen lassen. Ich rede jetzt nicht von Euro Pro, sondern ich rede davon, dass wir, wenn Euro Pro oder so dem schwierig ist, weil so wie gestern nach so einer Nacht ist es einfach schwierig, die Zielbereiche liegen sehr, sehr weit auseinander, dann ist es schwierig, sich ein sauberes Setup zu suchen oder wenn man dann ein Setup hat, kurzfristig handeln will, muss mit großen Stops arbeiten, tut das einfach zu weh. So, und jetzt gucken wir uns das Spiel mal an. Da, heute früh, schade, gleiches Spiel, bei 35 ist der Zielbereich, da das Hoch, wir gucken uns das mal an, das absolute High haben wir bei 1,14,34,4 und hier 1,14,34,8, gleiches Spiel. So, den Punkt, den du gerade beschreibst, war genau das 61,8 aus dem D1, also aus dem letzten vorigen Abwärtsbewegung, habe ich gemacht, dank dir so oft jetzt Doppeltop von dir gehört. Achso, das war was anderes. Roger, ja, das mag sein, aber du kennst meine Meinung dazu. So eine Sachen interessieren mich wenig. Und Mirko, bei dir weiß ich, dass du das gestern gemacht hast. Glückwunsch. Ja, gerade geschrieben, habe ich gemacht. Dank dir. So oft jetzt Doppeltop von dir gehört. Super. Euro Pro dürfte man eventuell gleich aufstocken. Das gucken wir uns jetzt gleich mal an. So, gucken wir uns parallel mal den Jungen an hier, der uns ja nun wirklich Geld gekostet hat. Muss ich ja fairerweise sagen. Wir haben gestern, am Nachmittag kann man auch im Blog nachlesen. Ist der Ton wieder weg? Nein, alles gut. Okay. Muss man ja fairerweise mal sagen, wir haben gestern, dann sind wir bei der, unsere Short-Position, die wir hatten, sind dann mit einem Aua, mit Schmerzen bei der L625 geflogen, dann war an der 37, kam dann gleich wieder runter, dann haben wir unter der 20 haben wir wieder neu gestartet, wir haben gesagt, jetzt Stop ziehen wir, unter der L590 ziehen wir den Break-Even, das haben wir dann auch gemacht, dann sind wir gestern wieder Break-Even rausgeflogen, also der Tag gestern hat nur Geld gekostet, der Euro holt es jetzt zum Glück wieder raus. So. Nur parallel dazu sehen, dass ich meine Position in der Cloud im Auge behalte. Sonst. Ne. Ich bin noch in einem Alter, wo ich Geld verdienen muss, ne? So.
Diese Nummer, die pflücken wir uns gleich nochmal auseinander. Wir wollten jetzt gucken, ob wir nach Euro Pro aufstocken können. Ja, Euro Pro. Wie funktioniert Euro Pro? Euro Pro sagen, wir brauchen übergeordnet einen Trend. Haben wir den? Ja oder nein? Ist heute Morgen ein sehr interessantes Thema. Wir müssen die erste Frage beantworten können. Haben wir übergeordnet einen Trend? Ja oder nein? So, das gehen wir jetzt mal bitte zusammen durch. Hier, Europroler, Forexproler, raus aus der Höhle, ran an die Tasten, bewegt euch. Was ist hier los, Nelson? Verteilt ihr morgens Schlaftabletten oder was? Jetzt ist ein schwieriges Bild, ne? Ich finde das immer geil, wenn die Leute mal sagen, es war trendlos. Für mich, auch wenn mich der eine oder andere Kollege da vielleicht verhext oder verteufelt und sagt, das ist Quatsch, für mich ist immer ein Trend da. Immer. Es gibt keine trendlosen Phasen. Ich kann eventuell sagen, wenn er über 2 Monate im Daily Chart sich, jetzt kommt der gleich wieder mit seinem Instab um die Ecke, in der Seitwärtsphase bewegt, dann ist es für mich eine trendschwache Phase, aber nicht trendlos. Trendlos geht nicht. Weil, gucken wir uns das Bild doch einfach mal wir haben einen Trend. Was haben wir für einen Trend? So, gucken wir uns das an. Ich mache es mal noch ein Stück größer. Kann ich euch ein bisschen mehr ärgern. So, was haben wir für einen Trend? So, sieht man es noch besser. So. Oh, noch ein Stück. Noch ein Stück. Soweit. So, was haben wir für einen Trend? Ganz klar einen Abwärtstrend, auch wenn wir hier höhere Hochs und höhere Tiefs haben. Wir haben. So, Lutz. Wenn du dich mal entscheiden solltest, ein Seminar bei mir zu besuchen, gebe ich dir ein Bier aus. Es wird Zeit. Nehmen wir mal die Trenddefinition. Zack. Wir haben da ein Hoch. Wir haben da ein Tief. So, das ist die letzte Bewegung, die ist klar zu erkennen, oder? Hoch, tief. Ist das richtig? Okay. Da ein Hoch, da ein Tief. Sicher haben wir ein höheres Hoch. Oder hier haben wir ein Hoch, hier haben wir wieder ein Tief, hier haben wir ein höheres Hoch, hier haben wir wieder ein höheres Tief. Sicher kann man sagen, wir haben hier einen Aufwärtstrend. In diesem Stück auf jeden Fall. Dann haben wir hier wieder einen Abwärtstrend. Nein, es ist weder noch. Wir haben hier genau in dieser Phase hier eine Seitwärtsbewegung. Das heißt, wir haben hier zwar einen Aufwärtstrend in einem intakten Abwärtstrend. Der Abwärtstrend ist erst kaputt, wenn dieses Tief hier unten mit dem Schlusskurs durchschlagen wird. Und damit bewegen wir uns in einem Abwärtstrend und der ist jetzt glücklicherweise schön fortgesetzt worden. Diese Nummer, die kann richtig gut werden für den Plan von heute, weil da so klar sieht man das im Markt selten.
Weil damit dürften wir heute da landen, wo wir gestern hin wollten, nämlich an der 1.1361 ungefähr. Das wäre das Ziel, und zwar bis heute Abend. Nur funktioniert, weiß ich nicht, aber die Chancen sind auf jeden Fall da. Wir haben jetzt erst den Trendbruch und jetzt können wir auch erst fortsetzen. Es kam eben die Frage Euro-Pro. Kann ich nach Euro-Pro aufstocken? So, wir haben jetzt die erste Bewegung. Und jetzt alles wieder rot, alles steht auf rot, alles gut. Und jetzt diese 5-Minuten-Kerze hat gar nichts zu sagen, wir nur eine Markteröffnung, also nichts Weltbewegendes. Jetzt gehen wir in den 1 Minuten und in den 1 Minuten brauchen wir jetzt was? Wir brauchen jetzt einen Aufwärtstrend. Bewegung, Korrektur, Bewegung. Die Bewegung sollte bis an die 22 gehen. An der 22 haben wir wieder den Zielbereich vor der Nase, der uns eventuell ein bisschen ausbremsen könnte. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, weil was mir heute fehlt, ist die Runde über die 42,44 hier oben. Üblich ist es, dass wenn die Runde gedreht wird, da oben erstmal noch ein bisschen geputzt wird. Wenn die das nicht machen, besteht die Gefahr, dass er erst hier unten putzt, das hat er jetzt getan, und dann oben putzt. Das heißt, wir müssten jetzt, um nach Euro-Pro handeln zu können, handeln zu dürfen, muss er jetzt hier einen Trend im 1 Minuten aufbauen. Und wenn der Trendbruch hier im 1 Minuten durch ist, das heißt, wenn das letzte Tief der Aufwärtsbewegung gebrochen ist, dann können wir uns in der nächsten Korrektur dann in dem 1 Minuten Trend unter den Short, unter den steigenden Kerzen, unter den folgenden steigenden Kerzen können wir uns einstoppen lassen. Short Stop oder drunter automatisch nachführen. Mit einem Punkt Abstand unter der letzten Kerze und dann sind wir drinnen. Wir können vorher dann schon mal die Spanne messen, wie weit so eine Bewegung ist. Das heißt, wir müssen abwägen, wie weit müsste der Stop sein. Dazu nehmen wir die erste Bewegung. So, die haben wir hier. Die geht von der 11 bis zur 19, also 8 Punkte. Müssen wir gucken, kommen wir mit unserem 8-Punkten-Stop hin, ja oder nein. Und dann müsste das hier oben voreinstellen. Wie man sieht, arbeite ich am liebsten ohne Take Profit, sondern ich arbeite am liebsten nur mit Stops. Dafür sind die Wahrscheinlichkeiten in letzter Zeit sehr hoch, dass es nur anfängt zu laufen und dann fliegt man raus und ärgert sich die Pest. Wenn wir uns das Spiel von gestern Nachmittag mal angucken, das war gestern Nachmittag im Webinar und gesagt, wenn der Zielbereich hier endlich kaputt ist, Schlusskurs hier drunter war, man den Rücklauf hat, und dann konnte man diese Nummer von der 87 bis hier runter durchlaufen lassen und dann wären wir jetzt schon 60 Punkte vorne, ein Wochenziel. Das heißt, nächste Woche, das Ziel für nächste Woche wäre schon realisiert. Bitte nehmt es mir nicht übel, wenn ich momentan so nicht so richtig von Zielen rede. Ich werde auf der WOT ein bisschen was dazu sagen, aber wir haben während unserer Reise oder meiner Reise ein Setup, worauf wir ein Dreivierteljahr gelauert haben, haben wir dort gehandelt und dieses Setup hat uns ein Vierjahresziel eingebracht. Deswegen sind wir ziemlich entspannt. Nelson hatte mir eine Mail geschrieben, ich kann dein Grinsen bis hierher sehen. Wir waren viele tausend Kilometer auseinander. Was sagt uns diese Kerze jetzt? Was sagen uns diese Kerzen? Was haben wir eben, wo haben wir eben gerade drüber gesprochen? Ihr seid ein paar Nasen. Echt. Naja, aber ist doch schön hier, ne? Oder? Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen euch und zwischen dem Kneipenabend, ich würde euch sehr vermissen.
Gleiches Spiel. Wir haben hier ein Hoch und wir haben hier ein nachlaufendes Hoch, was die Alarmzeichen an oder die Alarmglocken anschmeißen sollte. Ausbremsen würde mich jetzt hier dieses Gedümpel da oben und bis da runter und gebremst hat hier die 38,2. So, jetzt kommen wir langsam in Fahrt, jetzt kommen wir langsam in Form hier. 50er Zielbereich. Die hier die Limits geholt haben, die haben jetzt ihre Stops da oben drüber. Thomas, herzlichen Glückwunsch. Genau, hier wurden die Limits geholt, die hier an diesem Bereich gelegen haben. Jetzt wurden die Jungs schon mal ausgestoppt. Wenn er richtig oben rüber geht, was er eventuell gleich machen sollte, er sollte auf jeden Fall mit einem Spike kurz darüber schießen. Das wäre das Idealszenario. Dann würde ich mir diese Nummer suchen, um, ja, komm, da wollen wir hin. Dahin, wenn nicht sogar mit einem schönen Schub kurz dahin. Gucken, ob ich auch eine Strategie drin habe, nicht, dass mir wieder alles durcheinander wirbelt hier, ja. Schöne Korrektur, ne? Und jetzt heißt es schön sitzen bleiben, die Füßchen stillhalten, die Fingerchen stillhalten, ne? Nicht schon nervös an der Maus sitzen und sagen, oh, jetzt kommt ein Setup, das läuft gleich weg und ich bin nicht dabei, ich drücke da schon mal drauf. Ich bin dann schon mal dabei. Nee, popelt lieber ein bisschen in der Nase oder so. Oder Finger waschen. Ich will auf jeden Fall kurze Kurse an dieser Linie, wenn nicht sogar an dieser Linie sehen. Und Stops da oben drüber. Der Harald hört uns nicht. Also irgendwie scheint Citrix heute Probleme zu haben. Kann das sein? Ja, das kann sein, da die Webseite gerade auch nicht zu erreichen ist, beziehungsweise mein Backend. Also gehe ich ein Problem zu haben. Die scheinen erhebliche Probleme zu haben. Die haben, ich setze mein Webinar immer 15:15 Uhr an und vorgestern hatte ich bloß ein paar Nasen da drinne, die sich wahrscheinlich darum gekümmert haben. Die haben einfach die Anfangszeit auf 15:45 Uhr gelegt. Habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie um 15:45 Uhr ein Webinar gemacht. So, jetzt sehen wir so wie hier langsam Druck aufbaut. Ah, jetzt kommen wir der Sache langsam näher. Um Lutz eine Frage zu beantworten, kein Trail? Nein, kein Trail. Ich arbeite nicht mit Trailingstops. Trailingstops haben für mich alle keine Logik. Oder die meisten nicht. Es sei denn, ich muss nur mal ganz kurz irgendwo ums Eck oder so, oder ich weiß, ich bin in 5 Minuten oder 10 Minuten wieder hier. Dann würde ich aus meinem Stop eventuell einen Trailer machen, damit das Ding nicht so unbeaufsichtigt liegt. Da, jetzt seht ihr genau an den Linien, seht ihr das? Hier haben wir Ask und Bid. Da, und jetzt sehen wir genau, die Ask war schon oben an dem Zielbereich, die Bid noch nicht. Das heißt, die hier verkaufen wollen, die mussten ihre Order drunter legen. So. Darunter geht jetzt eine Sell Stop. Auch wenn wir nach Euro Pro noch kein Signal haben, nur die Bestätigung von dem Zielbereich, weil wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder knackt er jetzt nach unten durch, wiederholt diese Bewegung nach unten, das wäre mir das Liebste, dann bin ich nämlich meinem Tagesziel durch. Oder er geht nach oben und dann würde ich diese Stop-Order nachziehen.
Stop in diesem Fall, wir sind jetzt bei der 21, Stop in diesem Fall da oben drüber. Ich würde meinen Stop auf die 27 legen. Wenn der Junge das macht, was man will, ne? Wir haben keine Glaskugel. So, da hatten wir unsere Linien gelegt, die hat er gesehen, die hat er jetzt auf den Tick genau geholt. 1,14,23 liegt die Linie und das High bei 1,14,22,8. Jetzt dürfte er rein theoretisch sich noch an die nächste vorarbeiten, an die 25, das wäre mir ja noch lieber. Weil hier oben könnte ich mit 5 Punkten oder 4 Punkten Stop da rein. Dann könnte ich die Position schon mal verdoppeln. Dann komm ihn, Junge. Nach Euro Pro brauchen wir hier drunter erst ein neues Tief und dann eine Korrektur. Je weiter der fortschreitet, desto größer wird das Risiko für Euro Pro. Wenn ich dort unten lande und mich einstoppen lasse, wird mein Risiko, das heißt mein Stop, immer größer. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder werde ich in dieser Phase Stück für Stück meine Position verkleinern müssen, um in der kleineren Position dann doch noch eventuell dabei zu sein. Ich selber neige dann eher dazu, diese Position zu löschen und zu sagen, okay, ich warte auf das nächste Setup. So. Und wenn er jetzt gleich die zweite holt, da bin ich jetzt mal ganz frech. Packe dort knapp drunter, weil das war meine maximale Linie, eine Short Limit. Aber mit 4 Punkten, 5 Punkten Stop. Der gestaltet den Lauf genauso, wie ich es gerne hätte. Und wenn er schon so lieb ist, dann kann man ihm auch den Gefallen tun, weil dann soll der jetzt auch noch einen ganz kurzen Spike, einen ganz kurzen Schub da hoch machen. Na komm, ja, manchmal ist Warten schwer, ne? Kann mich nur entsinnen, als ich 15 war oder 16 war und meine Freundin abholen wollte und die waren noch nicht fertig und ich habe unten auf der Straße gestanden und konnte oben im Bad das Licht sehen, wie sie da hin und her gehuscht ist. Und ich habe unten gestanden, weil ihre Eltern durften mich nicht sehen. Ich weiß, es kommt von dem einen oder anderen wieder, das kann ich verstehen, dass die Eltern dich nicht sehen wollten. Dann stehst du da unten und musst warten und musst warten und musst warten, ne? Erinnert euch mal an solche Sachen. Es kommt alles wieder. So. Manchmal muss man einfach nur warten können. Wisst ihr, wo man warten am besten lernt? Beim Angeln.
Im Wartesaal, ja, gut, du bist Jahrgang 61, ja klar, dann redet man lieber vom Wartesaal, ja. Ich bin Jahrgang 62, ich rede noch vom Angeln. Obwohl ein Kumpel neulich zu mir sagte, er kennt nur eine Sache auf der Welt, die langweiliger ist als Angeln. Wisst ihr, was das ist? Was kann langweiliger sein als Angeln? Jemandem beim Angeln zuzugucken. Guck mal hier, unsere Zielbereiche. Ich nehme mal die Linie hier unten raus, die hatten wir ja schon, ne? An die Linie darf er. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder nimmt er die hier oben mit und holt da oben meine Limit, oder wir nehmen den Trendbruch hier unten, bis hier unten. Bei dem Trendbruch muss ich aufpassen, dann komme ich mit meinen 5 Punkten Stop nicht hin. Also nehmen wir 8 Punkte Stop. 9. Sorry. 9 Punkte Stop. Und wenn er die Limit hier oben greifen sollte, muss ich eben davor jetzt sitzen bleiben und meinen Stop dann dementsprechend schnell korrigieren. Ich habe jetzt gar nicht kontrolliert, mein Ton. Ja, doch, ist da anscheinend. So, das ist das, was ich haben wollte. Einen schnellen, kurzen Lauf, komm. Nein, falsche Richtung. Und jetzt muss ich umswitchen, weil wenn er jetzt die Limit da oben nicht holt, dann brauche ich hier nur ein neues Tief, um dann da reinzukommen. Idealszenario, guckt euch das an. Meine Linie liegt, die Schweine, 24,8 und der Kurs 24,4, 0,4. Mal gucken. Hallo Thorsten, in welche Richtung siehst du den Euro-Dollar in den nächsten Wochen laufen? Eher long oder eher short? Auf jeden Fall short. Und wenn er nach oben geht, drehe ich den Bildschirm um. Ganz einfach. Also, unser Setup kann man, unsere Setups, meine Denke, meine Art zu analysieren, kann man im Blog unter ufbas.de kann man das nachlesen. Ich bin nach wie vor der Meinung, auch wenn Trump das Ding irgendwie gestern an die 15 gebracht hat, 1,15 gebracht hat, ich bin nach wie vor auf dem Trip Richtung 1,11, 1,1150. Und das sollte im Idealfall sogar noch diesen Monat passieren, damit wir zum Jahresende uns eventuell dann wieder ein bisschen erholen können. Zack. So, jetzt haben wir unser Limit Pullback. So, wenn er nämlich jetzt richtig Vollgas geben sollte, dann. So, und jetzt haben wir nämlich schon unser Risiko auf 3,5% reduziert, auf 3,5 Punkte reduziert. Schön, dass man noch mal zeigen konnte, wie die Limit Pullback funktioniert. Und noch geiler ist, Bewegung 1, Bewegung 2, Bewegung 3, genau da lag mein Limit. Da da viele gelegen haben, würde es mich nicht wundern, wenn hier ein paar Limits geholt wurden und die jetzt abgefischt wurden. Das Risiko ist überschaubar. 4 Punkte mit einem halben Lot sind $20. Geht das Ding aber hier unten durch, wird die Position verdoppelt. Wenn er dann diese Bewegung verdoppelt, haben wir das Tagesziel dicke im Sack. 3,5 Punkte, 4 Punkte Risiko. Da lacht die Koralle, oder?
So, der DAX hält sich ja heute auch sehr, ach so, das ist der Dow. Der DAX hält sich ja heute ebenfalls zurück. Der bewegt sich langsam bei fallendem Volumen wieder Richtung Süden. Meine Ansicht im DAX ist nach wie vor: Wir haben das letzte Setup haben wir gehandelt. Ne, sind darf nicken, wenn er will. Das letzte Setup haben wir gehandelt bei, wir haben gestartet bei 12.426 haben wir geschortet. Als Dirk bei uns im Seminar war, haben diese Position nach dem ersten Lauf an die 12.3, Rücklauf an die 12.409 haben wir die live im Seminar hier in Göttingen aufgestockt. Ziel war 11.700, 11.400. Und meine Positionen sind bei 11.450, habe ich die denn glattgestellt, nachdem ich lange, 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 lange gezittert habe. Das schaffe ich jetzt nicht mehr. Es ist schon gleich, unsere Zeit ist gleich rum. Aber ich werde auf dieses Spiel, was ich da durchleben durfte, durchleben musste, werde ich auf der WOT, wahrscheinlich auf der Pre-Konferenz oder ihr könnt auch gerne auf der WOT an den Stand von FX Flat kommen. Da werde ich am Freitag früh um 10 Uhr mitten in der Nacht einen Vortrag halten am Stand von FX Flat und dort werde ich auf diese Geschichten eingehen und ein paar Worte dazu sagen, was man daraus lernt und wie man damit umgeht. Ich bringe dir auch ein Whisky mit, Eistee mit. Ja, das ist doch eine schöne Geschichte. Das ist jetzt, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich mich krank schreiben lasse, um mich davor zu drücken, aber jetzt hast du mich überzeugt. Jetzt kann ich, wie es bei euch am Stand, Zähne putzen, wenn da Whisky ist. Bleibt die Short Stop da drin? Ja, die bleibt da drin. Die bleibt da unten drinne, weil den Trendbruch hier, den würde ich mitnehmen wollen, weil hier drüber ist unser Zielbereich. Wenn der kaputt geht, wir sind hier rein, wir haben hier bestätigt. Wir haben jetzt nach diesem Szenario, nach Zielbereichen zwei Möglichkeiten. Entweder macht er jetzt die Runde hier hoch, was wahrscheinlich ist, was wahrscheinlich sein kann, weil hier unten hat er alles sauber gemacht. Hat dann den Zielbereich hier kaputt gemacht, zurück, hat den bestätigt. So, und entweder bremst jetzt dieser Zielbereich hier und er fällt wieder nach unten raus, dann will ich da dabei sein. Der deckt sich mit der 61,8 oder 66 aus dieser Bewegung. Ansonsten würde ich dieses gleiche Szenario, das Risiko ist ja sehr überschaubar. Wenn er mich jetzt hier rausschmeißt, ist die Wahrscheinlichkeit da, dass er hochgeht an die 42 bis 44 und dann würde ich da oben einmal dort und einmal dort wieder ebenfalls Short Limits hinlegen. Das mache ich aber dann in der Cloud. Da gehen Short Limits hin und die dann jeweils mit 9 oder mit 10 Punkten Stop, weil dann ist das hier die letzte Hürde, die er nehmen muss, um dann nach unten durchzukacheln. So. Ja, die Marken habt ihr, Ziele habt ihr auch. Den DAX, ach so, da hatte ich jetzt kurz unterbrochen, die Marken muss ich aus dem Kopf machen. Den DAX, der war gestern schon sehr, sehr hoch und gestern Nacht war er schon 30 Punkte unter der E7. Da zählen nur noch zwei Marken, das ist die 11.700 und die 11.840. Bremst die 11,7, kriegen wir den nächsten Schub runter an die 10,7, gehen wir an die 11,840, gehen wir trotzdem runter an die 10,7, ja, an die 10,7 danach. Dort oben ist die Kante aus dem Sommer 2016. Juli, August, September 2016 sieht man da eine schöne Kante bei 10.800. Wenn die 11.850 bestätigt wird, haben wir eine SKS im sehr langfristigen Chart, wenn diese SKS aufgelöst wird, regelkonform aufgelöst wird, landen wir sogar unter der 10, dann sehen wir die 9,9. Und wenn dann die Jungs nicht auf eine SKS hören, das Auflösen der SKS,
eben nur als normale Korrektur sehen, sondern wenn dann Panik aufkommt, dann werden wir unter der 10 wegkacheln bis zur 8,7, 8.450. Auch das ist für langfristige Charts, für langfristige oder für längere Zeitebenen überhaupt noch nichts Schlimmes. Da brennt noch nichts an, da tut noch nichts weh. Selbst bis zur 7.800 dürften wir korrigieren, ohne den langfristigen Aufwärtstrend kaputt zu machen. Damit will ich mich jetzt auch schon verabschieden. Meine Stunde ist rum, es langt. FXFlat bezahlt mir immer nur eine Stunde. Tut mir leid. Ach, Irgendwo habe ich mal gehört, geil ist geil. davon weiß ich aber noch nichts. Nee? Nee. Okay. Da muss ich auch noch mal mit denen sprechen hier. Also, aber viel mehr brauchen wir jetzt hier auch nicht sagen. Die eine Position ist drinnen, meine Setups sind klar, alles andere wird, wenn die Position jetzt rausfliegt, hier mit 300 Punkten, das Risiko sehr überschaubar, dann sind die nächsten Zielbereiche oben dran, wo ich wieder mit einer kleinen Position starten würde. Wenn diese Position gegriffen werden soll, also wenn ich jetzt hier rausfliege und die nächsten Short Limits oben greifen, dann Alarm oder auf dem Handy kriegt man das ja dann zu sehen, wenn so eine Position greift, dann ab da würde ich nach Euro pro aufstocken. Starten hier das Anlaufen der Zielbereiche, Umkehr, dann das Ding fallen lassen und im freien Fall, wenn er denn kommen sollte, würde ich diese Position aufstocken. Und mit diesen, bloß weil du zu spät kommst, oder was? Ich war 41 hier. Knalltüte. Und mit diesen Worten möchte ich mich jetzt eigentlich verabschieden. Sagen danke und schön, dass ihr da wart, schön, dass ihr uns ein bisschen zugehört habt oder vielleicht auch ein bisschen was gelernt habt. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie bitte an hallo@forexpro-systeme.de. Wir beantworten, da war der Stopp. Oder schickt sie einfach an Nelson. Nelson leitet sie dann gerne an mich weiter. Wir sind immer dafür da, Fragen zu beantworten. Es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme, die nicht fragen. Wir gehen gern drauf ein. Wenn es euch Spaß gemacht hat, wie heißt es immer so schön? Wenn es euch Spaß gemacht hat, sagt es weiter. Wenn es scheiße war, dann sagt es uns. Ansonsten glaube ich, mein lieber Nelson, haben wir noch eine Veranstaltung dieses Jahr gemeinsam im Dezember, oder? Ja, genau, das Seminar. Ja. Einmal muss ich noch, ne? Richtig. Einmal Oh. darfst du noch. Ja. Ja. Ja, ich bedanke mich aber auch. Schön, dass du wieder da bist und wir das Webinar hier wieder zusammen machen konnten. Die Aufzeichnung geht so schnell wie möglich online, da ja doch der ein oder andere Probleme hat mit dem Ton. Ja, wie Thorsten schon gesagt hat, wenn Ihnen das gefallen hat heute dann und die Aufzeichnung online ist, dann gerne auch einen Daumen hoch, wie es so schön heißt, dann hinterlassen, würden wir uns natürlich sehr freuen. Und ja, noch einen schönen Tag, viel Erfolg, passen Sie auf Ihre Position auf. Thorsten, vielen Dank nochmal. Wolltest du noch was sagen? Nee, ich wollte nur sagen, jetzt wo der Stop geflogen ist, packe ich da oben meine Limits hin, so wie ich sie dahin packen wollte. Stop Order erst dann, wenn die Limits da oben gegriffen haben sollten. Aber jetzt sollte er diese Runde nach oben machen. Die Wahrscheinlichkeit hier war da, dass er es tut. Wenn er es nicht tut, ist jetzt die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass er hier oben an den die Zielbereiche anläuft. Und dann nehmen wir die hier oben mit. Und dann, wenn er die greift und dann anfangen sollte zu fallen, können wir immer noch aufstocken, sicherheitshalber. Nur ein Sechstel der Position hier, wenn beide gegriffen haben, habe ich ein Drittel meiner gesamten Positionsgröße drin. Das heißt, das wäre dann ein Standardlot mit insgesamt 10 Punkten Stop. Das sind 100 Dollar, die ich riskiere, ist im machbaren Bereich. Dann gehen wir eben heute Abend nicht essen. Ist ja eh Donnerstag. Außerdem muss ich ja nicht viel essen. Ich kann ja jetzt die nächsten 2 Wochen hungern. Weil das nächste große Essen bezahlt ja FXFlat, glaube ich. Solange gibt es dann hier Suppe. Nelson kann dann wahrscheinlich nicht sitzen im Restaurant, weil er die Brieftasche unterm Hintern hat. Bring bitte genug mit. Ich habe Hunger, ich habe Durst. In Also, diesem Sinne würde ich euch. liebe Teilnehmer, ich kann den Thorsten nicht mehr hören, deswegen machen wir jetzt Schluss hier.
Wir haben die Okay. 45 auch erreicht. Da ist Lutz auch glücklich jetzt. 1 Stunde Webinar. Also bis zum nächsten Mal, vielleicht in 2 Wochen auf der WOT. Tschüss zusammen. Ja, bis dann. Tschüss, tschüss, moin, moin.